Herzlich willkommen zur heutigen Runde bei 7-3. Wir haben den Tag angebrochen, früh um 4. Ich werde kurz rausgehen und auch reparieren, was wir reparieren muss. Die Tür zum Beispiel. Nacht ein bisschen gebaut, ein bisschen aufgewertet, Betonteile und so. Und jetzt gehe ich raus und reparieren. Wieso zum Beispiel? Ja, also hier, und der Boden muss nicht repariert werden, aber hier unsere Teile hier zum Beispiel. Das ist ja ganz gut, denn sobald die nachts drankommen, verursachen die Schaden, ne? Und das ist ja ungünstig, ne? So. Dann spätestens zum Blutmond. Ich denke, man wird es so nicht lange halten, aber. Oder Asphalt. Große Heile. Darauf gehen kann ich nicht, das ist nämlich tödlich. So. Dann werden wir jetzt vorm Zaun noch einen Eisfall aufnehmen. Als Hindernis. Über Nacht ein bisschen bauen lassen. Lass dir mal da reinlaufen nachts, ne? Dann der nächste Blutmond kommt garantiert. Der letzte war schon eine Weile her, also gehe ich von aus, dass bald gekommen. Einige noch ausgeschaltet, ne? Die Stromfalle bringt sie nicht ganz um, tut sie nur bremsen. Aber die, da werden sie noch sterben. Und jetzt zwinge ich sie genau den Weg zu gehen. Und zwar über den Ausgang zu mir hoch. Und da kann ich mit Hilfe von diesen Schussdingern hier die Schrotmission verballern. Die Jungs genug dezimieren, ne? Und ab und zu mal gebe ich auch noch ein bisschen Senf dazu. Also wenn ihr nochmal auch ein Basis bauen wollt, baut ein bisschen kleiner, lieber ein bisschen höher.
dann ist die Fläche zum Verteilen nicht so groß, ne? Sollte ich mal eine andere Karte starten, das kann durchaus sein. Dann. Soll ich auch ein bisschen anders bauen, ne? Kleiner. Keller Bereich rein. Einen sicheren Turm, ne? In der Mitte ungefähr. Alle. Ab und zu muss ich gucken. Das ist schlecht, dieses Blut. Muss ich kurz ausmachen. Sperren. Wo kommt das denn aus? So, mal schauen, was ich im Gepäck habe, was ich entsorgen kann. Dann beauftragen wir die Schmelzer, das noch hergestellt. Zement zum Beispiel. Dann legen wir ein bisschen Holz nach. Für eine knappe Stunde. Dann kann er genau die Vorlänge ungefähr beilaufen. Ne? Scheine schmelzen wir ein und wir werden jetzt durch Zement herstellen. Wir sind schon dabei und machen dazu. Den nächsten werden wir genau gleich machen. Wir schmelzen aktuelle Steine ein und wir haben Eisen sind dabei. Und dann nehmen wir noch Holz nach. Ungefähr eine Stunde. Muss nicht so genau sein, aber. So, das läuft dann weiter durch. Dann werden wir hier auch zwei herstellen. Dann nehmen wir hier auch den Holz nach. Ist schon mal schon bei. Gut. Aufnehmen. Dann werden wir mal gucken. Rohstoffe. Wir haben jetzt. Moment haben 83, dann haben wir noch Sand über 6000 und nehmen wir Steine hinzu. Dann nehmen wir hier das Zement raus. Die ist dabei. Das dauert sicherlich eine Weile. Haben wir hier Zement? Ja, hier haben wir zwei. Kann er mischen, ne? Fast 1000. Großen Eimer voll. Den Rest hauen wir zurück. So. Dann haben wir was repariert. Da war noch Zement, ja, okay. Mal losdüsen und erholen, ne? Gehen wir einkaufen. Mal hier mal aus. Hier mal rein. Tabletten. So, das können wir auch hier lassen. Gehen wir mit. Kaufe. Gehen wir auch mit.
Also, muss ich kurz überlegen. Ich speise noch was. So, hier mal ganz kurz nochmal rupfen, wo wir den grauen Wert wieder aufgefüllt kriegen. Dann trinken wir Tee, schön roten. Weiter hinterher, gegen Durchfall. Cocktail. Das wäre ganz schlecht. Und das kriegen wir. Da wäre das ganze Essen sonst gewesen. So. So, leere Glasfinger raus. So, so, da haben wir schon mal. Wasser nehmen wir mit. So, Munition müsste reichen normalerweise, das wird knapp. Was brauche ich, um die herzustellen? Papier. Die brauchen nur Schuss. Ah, das ist ja praktisch. Schrot. Vielleicht. Wo kriege ich Schrot her? Da brauche ich Blei. Habe ich ja garantiert. Irgendwo. Blei. Captain Blei. Wo ist Blei? Schießpulver. Da hätten wir auch noch Blei. Fertig, aber gut. Das wäre ein bisschen billiger. Die Dauer, weil ich hier die ganzen blöden Hülsen nicht kriege. So, Blei, 6, ja. Wie viel? Könnten wir einschmelzen. Ich dachte, die kann man auch einschmelzen, aber das ist schade. Ich muss Dings herstellen. Binden. Also hier, ich will verbinden, ne? So. Bisschen was. Ja, so wie wir Blei hätten, ne? Papier. Papier mal Sinn, ne? Wenn wir Papier schon gefunden haben. So. Mal abbrechen, abbrechen, abbrechen. So. Abbrechen. Einschmelzen. Ganz kurz durchblicken. Und dort muss ich nächste Nacht in Mine und mir Blei holen. Das wird kein Problem sein. Irgendwie vielleicht kann man Benzin herstellen. Benzin, brauchen wir dafür Feuer erstmal, ne? Ja, kriegen wir gleich. Stellen Benzin her. Nicht viel, aber gut. Benzin läuft durch. So. Hier ist ein Lebensmittel, da sollte es gleich sein. Jetzt habe ich einigermaßen dafür und auch noch Blei nicht, ne? Mal zurück, ne? Ja,
Jetzt sind wir dabei. Nicht viel, aber immer ein bisschen. Das meiste ist ja in den noch eine Erde. So. Gibt auch kein Blei. Gut, macht nichts. Schürfen wir ein. Und dann können wir das nochmal herstellen. Machen wir hier mal zu. Rezepte. Altes Bett. So. Brauche ich das? So. Dann nehmen wir raus. Glas. Mitnehmen brauche ich ja nicht. Okay, Quatsch. So, Steine raus. Raus. Mitnehmen. Gut. Ja, Blei holt man nachts. So, Zombie frei. Das ist ja alle. Und immer gerne dann mit Händen drauf. Was hat er hier noch her? Machen wir hier vorne hin, im ersten Haus, den nachgespawnt haben oder so. Ob Bücher gekommen sind, weiß ich nicht genau, aber könnte ja sein, ne? Erstmal anklopfen, dass ich rauskomme, ne? Und hier ist aber dran, wie man bleibt. Fertig. Schneller. Nur noch nachladen. Das war so nicht geplant. Das. Ich wollte nur alle aller Ruhe erschießen. Beziehungsweise ich wollte ja erstmal klopfen. Ich schlängel die. Ihre Munition, ihre Pistole, der Nahkampf. Beginn nur rechts. Ja, kennen wir alle schon. Das ist praktisch. Mann. Da war ja nichts.
Keine Sorge, gesehen, hab ich gesehen. Das ist ein Kerl im Baum. Der hat 1200. Du bist selber aufbewahren und so ein Ding, ne? Haben die ein Messer aufgehoben. Das Ding ist gut. Hat sich schon mal gelohnt, ne? Müssen wir mal kurz eine Axt beigehen. Da müssen wir noch ein paar Geldscheine. Geldscheine, so. Hinter den Bildern soll auch sowas zu sein. Na, habe ich jemanden geweckt? Junge, Junge. Gleich nachladen. Na, Chef? So erschrecken? Der ehemalige Chef, ne? So, mal ganz kurz was lernen. Wobei auch nicht kann. Und überall, wo das Buch zu ist, kann man auch lernen. Also fangen wir oben an. Oben ist nichts. Bauplan. Bauen, ne? Ich habe zwar schon eine, aber so Feuerpfeile. Aha. Das ist und hier ist mal lasse von diesen zwei alten KZ ganz so. Ah. Einen starken Kaffee. Macht Sinn, ne? Die anderen Bücher kann man ja verkaufen. Papier kommt jetzt gerade richtig. Recht. Weil wir wollen was herstellen, ne? Munition, ne? So. Das ist voll, ne? Also abbauen wird sich nicht lohnen in dem Sinne. Ah, voll, hast du mich genießt? Das ist ein tolles Touristen, dass meine Leute nicht. Achso. Hier ist es.
gespannt, ob wir bald über den Weg laufen, ne? Leer. Leer. Ein paar Hirsche. Fahren wir mal zurück und Gepäck ausladen, ne? Das ist schon natürlich. Das kam die Zeit. 25, voll geschaut. Das soll es gewesen sein. Jetzt haben wir schon ganz gut reinschauen. Tschüss und wir bewegen. Ciao. Ich packe kurz aus und los geht's. Oh, okay. Tschüss. Tschüss.